Hallo Community, wir sind's wieder von Trader Online Video, die Jenna. Hi. Und ich bin's, der Julian Tag. Und heute unboxen wir den Calling All Hydra Heads Secret Lair Drop mit Verlosung. Viel Spaß dabei. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, vor uns liegt da schon der Secret Lair Drop hier in der weißen kleinen Verpackung. Aber bevor wir da reingehen, kommen wir erstmal zur Verlosung von Ultimate Guard. Da gibt es nämlich einen Return to Earth Boulder zu gewinnen im schwarzen Design. Auch sehr, sehr cool, ne? Heißt also, du hast da Platz für 100 Double-Sleeved oder 120 Single-Sleeved-Karten, ne? Und das Schöne ist halt, es ist halt einfach aus 97% nachwachsenden Rohstoffen gefertigt. Heißt also, es ist sehr schön umweltfreundlich, ne? Und ist auch schön stabil, das ganze Ding. Und dazu gibt es dann noch eine Packung Multitokens. 25 Stück, ne? Da kannst du deinen eigenen Token draufmalen und einfach wieder leicht wegwischen. Im Magic gibt es ja mittlerweile schon so viele verschiedene Token. Wir stellen euch ja gleich Hydren vor, da gibt es natürlich auch Hydra-Token. Dann kannst du deine eigene Hydra malen mit den 10 Köpfen wie viele du auch malen möchtest. Mhm. Das Ganze könnt ihr gewinnen, indem ihr was tut? Indem ihr das Video liked, kommentiert und den Kanal abonniert. Genau, dann wünschen wir euch viel Erfolg dabei. So, Secret Lair ist normalerweise eigentlich etwas, was Wizards selbst immer vertreibt in ihrem Shop. Aber manchmal sagen sie, dass sie auch ein kleines Kontingent sozusagen für die VPN-Stores bereitlegen. Wir sind jetzt sogar im VPN-Premium-Store. Heißt also, wir haben auch ganz viele Events in unserem Store. Dann könnt ihr euch mal gerne über unseren Online-Shopping-Reiter-Events-Tickets kaufen. Einfach vorbeischauen. Wir bieten alles Mögliche an. Ne? Ja. Auf jeden Fall, ne, mal kommt ein kleines Kontingent rein. Und das ist jetzt hier bei Calling All Hydra Heads passiert und ich bin mal sehr gespannt, das jetzt hier zu öffnen. Genau. Und dann gehe ich auch mal direkt rein, ne? Ja. So, dann reiße ich das Ganze hier mal auf. Thank you for being a part of Secret Lair. Oh. Wow. Auf jeden Fall eine sehr schöne Verpackung. Genau, kommt in so einer kleinen schwarzen Box daher, die auch wirklich sehr stylisch ist, ne? Einfach nur Secret Lair ist auch ein cooles Design, genau, ne? Auf der Seite haben wir nochmal hier. Steht es nochmal drauf. Ne? Ist auch alles in Foil hier, ne? Und natürlich auch nur englischsprachig. Genau. Nicht in Deutsch. So. Das sieht so ein bisschen luxuriös aus. Ne? Und dann klappe ich das hier so hoch und dann. Die Artworks sind auch sehr fancy, wie wir sehen. Ne? Aber wir gucken uns die jetzt gleich nochmal ganz genau an. Und dann klebt das hier unten. Ah, ne. Ach so. Wir haben hier einmal. Klebt fest. Julian macht die Karten erstmal kaputt. Ja. Und auf der Rückseite haben wir dann noch eine Promo. Zack, die nehmen wir auch mal raus. Dann packen wir alles an die Seite. Gucken wir uns erstmal die Promo an, ne? Das tippt schon am Tisch fest. Da kann man auch Sliver-Karten ziehen. Und wir haben auch sogar eine geöffnet. Zack. Nämlich den Screeching Sliver. Für ein blaues Mana, eine 1-1-Kreatur, sagt, alle Sliver haben Tappen, Target Player, Milt a Card. Heißt also, Spieler deiner Wahl milt eine Karte. Ja. Ja, ganz, ganz simpel. Auch sehr, sehr cool. Sehr nice. Und dann gucken wir uns mal die Karten an, weil die sind wirklich sehr fancy. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die jetzt in echt aussehen. Man hat sie nur auf Fotos gesehen, aber erinnert mich so ein bisschen an das Holiday Special Design sozusagen, das Poster-Design aus der Herr der Ringe Holiday Collector, aus den Holiday Collector Boostern von Herr der Ringe. Die fand ich sahen auch ziemlich cool aus. Da war wirklich die Community, hat sich so ein bisschen. Die war zwiegespalten. Manche fanden dieses Poster-Design, Artwork-Design ziemlich cool. Es passt nicht zu Herr der Ringe. Manche fanden es aber richtig. Aber ich finde, es passt falsch, wohl halt so mehr voll. Dann zu so einem Secret Lair. Ja. Genau. Und jetzt haben sie hier eigentlich. Das Design ist schon. Ähnlich, ne? Also, und mich holt es total ab. Also, ich finde es mega cool. Wir gehen jetzt alte hier. Videospiele, glaube ich, angehaucht, ne? Würde ich jetzt sagen. So Poster von so alten Videospielen. Kann sein. So, wir haben hier einmal Gargos, Vicious Watcher für. Vicious Watcher für 6 Mana sogar. Eine 8-7-Kreatur, eine Hydra, natürlich sind ja alles Hydren, mit Wachsamkeit und Hydra-Zaubersprüche, die du wirkst, kosten 4 Mana weniger zu casten. Und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, das Ziel eines Spells, eines Zauberspruchs wird, fightet Gargaros bis zu einer Zielkreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Ja, also kämpft
Gargos gegen eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Genau. Das ist ein bisschen schwer und zu lesen. Er ist ja auch 8-7, ja, aber ich also, ne, das ist natürlich so, ist auch so ein Produkt, einfach nur um dein Deck zu personalisieren, ne, ja. Um halt einfach, damit, wenn du so eine Hydra legst, dann fällst du auf jeden Fall auf am Tisch. Ja. Ne, das ist auf jeden Fall sehr special. Also, mir gefällt's. Darum, ab zur nächsten Karte. Wie sollen meine kranken Augen das denn lesen? Das sieht doch echt fancy aus. Ja. Ich schwenke es erstmal so ein bisschen. Ja. Sieht schon sehr cool aus. Gott, ja, mit dem Glitzer-Effekt sieht man es in der Kamera noch weniger, als wir es hier sehen. Ja, dann okay, bitteschön. Da haben wir die Primordial Hydra für X und zwei grüne Kreatur Hydra, wer hätte es gedacht. Sie kommt mit X +1/+1 Marken ins Spiel und sagt zu Beginn unseres Upkeeps verdoppeln wir die Anzahl an +1/+1 Marken auf ihr. Und die Hydra hat Trampelschaden, solange 10 oder mehr +1/+1 Marken auf ihr liegen. Die sieht auch. Also die Artworks sind halt alle so viele Augen, viele Gehirne. Ne? Hier haben wir noch das Baby-Hydra, Hydrin. Aber, ne? Ja, also es sieht einfach fancy aus. Wenn man Karten haben will, wo die Hydrin ihre eigenen Augen auskotzen und ihre Gehirne rausgucken, dann sollte man sich auf jeden Fall diese Karten holen. Es sieht auf jeden Fall mega fancy aus. Also ich fand das halt. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ich finde halt auch bei der Herr der Ringe Holiday Collection fand ich halt. Heavy Metal Rocker Vibes. Ist halt einfach so. Sag ich du kannst, so. Du kannst es vielleicht etwas schwieriger lesen, aber ich finde halt einfach diesen Schriftstil immer so cool, dass er so glaub, im Bild so man holt sich die Karten nicht, ohne zu wissen, was sie überhaupt machen oder sich sie einmal durchgelesen zu haben. Man holt sie schon, weil man dann die natürlich auch spielen will. Da finde ich, sieht die Schrift sehr, sehr cool aus. Ja, hier haben wir einmal das Unbound Flourishing. Mhm. Das ist eine Verzauberung, die sagt immer, wenn du ein permanenten Zauberspruch mit Mana-Kosten, also des Spiels, wo X in den Mana-Kosten ist, verdoppeln wir die Menge an X sozusagen. Ne? Mega gut für Hydren. Genau, und immer wenn wir eine Hexerei oder ein Spartan-Zauber spielen oder eine aktivierte Fähigkeit einer. Fähigkeit aktivieren, genau. Und da auch wieder halt dieser X-Faktor drin ist sozusagen, kopieren wir den Spell oder die Ability. Man kann neue Ziele für die Kopie bestimmen. Genau, die Verzauberung kostet 3 Mana. Weiß nicht, ob du das erwähnt hast. Ach so, ja, habe ich nicht erwähnt. Ach genau, das steht da unten. Ach, ja. Unten zeigt oben auf das Bild. Ja. Aber unterm Namen halt. Ne? Nee, die ist halt sehr fancy. Gut. Die Designs sind auch wirklich. Wenn man eine Karte haben möchte, wo so, Hydrin hier kommt so, aus dem Körper kotzen. Kommt so eine Klinge raus oder vielleicht ist sie auch so einfach von irgendwo anders und zerschneidet einfach diese ganze Hydra mit diesen. Ja, und sie wächst direkt nach, weil. Ganz vielen Köpfen, ja. Natürlich, wenn du der Hydra einen Kopf abschneidest, kommen direkt 2 nach. Ja, hier hast du ganz viele Hydra-Köpfe, die auch mal kleiner werden. Du siehst ja auch immer so ganz leicht, wie die da wieder so rausploppen, ne? Mega fancy. Mega fancy. Aber gefällt mir. Finde ich mega cool. So, und dann haben wir hier die nächste. Hydra. So. Und zwar die Hydroid Crisis für X, ein grünes, ein blaues Kreatur. Hydra, wer hätte es gedacht? 0-0, wenn du diesen Zauberspruch wirkst, kriegst du von den X-Mana, die du bezahlt hast, die Hälfte davon abgerundet Leben und die andere Hälfte und halt nochmal die Hälfte abgerundet, darfst du Karten ziehen. Sie selbst hat Fliegend- und Trampelschaden. Und kommt ins Spiel, mit X +1/+1 Marken auf sich drauf, ne? Und es hat eine 0-0-Kreatur. Ja. Aber es ist natürlich schon cool, weil A, kannst du sie dann halt spielen und du kriegst halt Leben abgerundet und die habe ich früher auch in meinem Standard-Deck gespielt. Ich glaube, die ist noch aus einem Ravnica-Set, Genau. Ja. So, und dann haben wir auch schon die letzte richtige Spielkarte, weil es sind nur 5 Karten drin und ein Token. Ne, also ist nicht viel. Ne? Aber dafür ist es sehr fancy. Da haben wir Zaxara the Exemplary für ein beliebiges, ein schwarzes, ein grünes, ein blaues. Ich finde auch das Sumpfsymbol sieht auch sehr cool aus. Ja, weil es ist halt wirklich so ein Totenkopf. Es ist halt ein Schädel. Ne? Ja. Genau. 2/3 legendäre Kreatur Nachtmar Hydra mit Todesberührung und Tappen macht 2 Mana genau einer Farbe. Nochmal, wenn du einen Zauberspruch mit X in den Mana-Kosten wirkst, erzeugen wir einen 0-0 grünen Hydra-Token und packen darauf X +1/+1 Counter. Mhm.
Er war auch, glaube ich, mal als Side-Commander sozusagen im Commander-Deck drin. Kann ich mich noch dran erinnern. Ich weiß aber nicht, in welchem. Und, auch sehr, 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 sehr cool, fancy. Ja, ist natürlich, sind halt alles super gute Hydra-Karten, ne? Aber das erwartet man ja auch irgendwie, ne? Ja. Also, mega geil. Und dann haben wir natürlich hier noch den Token. Ne? Der Hydra-Token. Finde ich auch mega cool, dass da so die Schrift so ein bisschen so wie so ein altes Intro so, wie so nach hinten gezogen ist. Retro-Videospiel. So, ne? Genau. Ja. Ne, ist halt einfach ein 0-0-Token. Einfach, da legst du ja Marken drauf. Ja. Und auch halt einfach ganz viele Gesichter, ganz viele Augen, ganz viele Gehirne, Zähne und Zungen. Ja. Also, gefällt mir aber mega. Ah, und die Qualität ist auch sehr gut. Also kein, nicht irgendwie krumm oder irgendwie noch so ein Strich irgendwie so mitten durchs Bild oder sowas. Ja. Weil möchte man ja auch nicht, wenn man nur 5 Karten kauft, nee, ne? Ja. Oder beziehungsweise 6, wenn man es so sehen möchte. Ja, also sehr, sehr cool. Kannst du noch mal ein bisschen rauszoomen, dann können wir hier noch mal alle hinlegen. Ich würde sagen, da hat der Artist auf jeden Fall alles richtig gemacht. Gute Arbeit geleistet, weil dann geht er einfach mal oben links direkt aus, so, ne? Zack. Ja, also sehr fancy und auch sehr limitiert. Also wenn es euch interessiert, dann schlagt dazu, weil viele gibt's davon nicht. Ich muss sogar sagen, dass ich Unbound Flourishing am coolsten finde. Unbound Flourishing. Findest du am coolsten? Mhm. Ich glaube. Und den Hydra-Token. Ich glaube, ich könnte gar nicht so richtig sagen, wie ich am coolsten finde. Ich finde die Primordial Hydra ziemlich cool. Irgendwie. Die sabbert noch so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Oh, ja, das mag Julian. Das mag ich. Angesabbert werden. Aber natürlich noch die Promotie ein bisschen gebogen ist. Ja, aber das kann gut sein, dass das an uns liegt. Nein. Beim Rausholen. Ah, okay. Aber. Das ist so dieses Tada! Ein kleines. Guckt euch die Karten an, ne? Und man sieht sie halt überhaupt nicht, weil sie so sehr glitzern. Also ja. Der Text da so klein drauf ist. Ja, es ist halt ein kleines Produkt, ne? War jetzt ein kurzes Video, ne? Wo wir euch jetzt hier einmal die Secret Lair. Aber ich finde, sie haben es sehr, sehr schön verpackt. Also es kommt sehr, sehr edel daher. Ne, es kommt ja in dieser schönen Box hier, wo du natürlich auch nochmal dieses passende. Violett-pinke Logo der drauf hast. Magenta-Farben. Magenta-Farben, was ja auch sozusagen den Farben der Karten entspricht. Ne? Mhm. Die sind ja alle so ziemlich magenta-farben angehaucht. Angehaucht, ja. Richtig? Nee, finde ich aber mega also, cool. Ich find die Designs richtig cool. Du magst sie auch. Mhm. Stellst dich nur noch die Frage, mögt ihr das Design auch? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich jetzt wirklich mal sehr interessieren, weil, ne, wie schon gesagt, bei den Herr der Ringe Holiday Collection Boostern hat sich ja dieses Poster-Design, da war die Community schon sehr zwiegespalten. Manche fanden es richtig cool, manche fanden es richtig, nicht so cool. Ja, richtig nicht so cool, ja. Richtig nicht so cool, genau. Darum schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Unboxing und wünschen euch bis dahin erstmal noch viel Spaß mit Magic the Gathering. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.